Guten Morgen, liebe Leute. Eure Tücher sehen so, so oder gar so aus. Dann ist es für euch allerhöchste Zeit, dass ihr die Tücher nehmt, in die Waschmaschine packt und das Liquid Elements Mikrofaserwaschmittel Towel Reset benutzt. Mit dem Towel Reset werden alle Verschmutzungen, alle Rückstände von Fahrzeugpflege und Reinigungsmitteln und eure Polierpads in der Waschmaschine entsprechend gewaschen. Das Towel Reset ist natürlich pH-neutral, enthält keine synthetischen Weichmacher, Duftstoffe und Farbzusätze und es erfüllt einfach die Aufgabe, alles zu waschen und zu reinigen. Die Anwendung vom Towel Reset ist kinderleicht. Ihr nehmt eure Tücher, eure Pads und so weiter, packt die in die Waschmaschine und gibt mindestens 30 ml, also 3 Verschlusskappen vom Towel Reset, in die Vollwaschmittelkammer eurer Waschmaschine. Je nach Grad der Verschmutzung, je nachdem wie voll die Trommel ist, könnt ihr auch bis zu 50 ml Towel Reset verwenden. Wir empfehlen ein Waschprogramm mit 60 Grad. Diese Temperatur eignet sich am besten, um alle Rückstände und sogar auch Rückstände von der Keramikversiegelung EcoShield zum Beispiel aus den Tüchern zu lösen. Ist die Waschmaschine fertig, nehmt ihr die Tücher, einmal wirklich richtig kräftig ausschütteln, damit sich die Fasern wieder aufrichten und fein werden. Anschließend könnt ihr die Tücher zum Trocknen aufhängen. Nach 1 bis 2 Tagen sind die Tücher durchgetrocknet und ihr könnt dann abschließend einmal nochmal die Tücher richtig stark ausschütteln, damit die Fasern sich wieder aufrichten und entsprechend fein werden. Bei Bedarf könnt ihr natürlich auch mit einer kleinen Bürste einmal durch die Fasern gehen, um sie wirklich wieder im neuwertigen Zustand zu bringen. Wie sind eure Erfahrungen mit dem Liquid Elements Towel Reset? Was habt ihr schon alles damit in der Waschmaschine gewaschen? Lasst uns gerne eure Erfahrungen und Berichte in den Kommentaren da. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns einen Daumen nach oben hier. Thank you.